Ein Licht am Ende des Tunnels. Es endet, wie es begonnen hat. Mit einer Karte. Du warst so sehr mit der Antarktis und all den Lügen der satanischen Kabale beschäftigt, dass dir völlig entgangen ist, den Ort zu begutachten, der dich überhaupt erst hierher gebracht hat. Den Nordpol im Zentrum von Gleasons Karte bzw. der flachen Ebene, die wir Erde nennen. Gerhard Mercator war ein flämischer Geograf und Kartograf, der für die sogenannte Mercator-Projektion, die er zu Navigationszwecken entworfen hat, verantwortlich ist. Auf dieser Karte befinden sich der Norden oben und der Süden unten. Es ist also so ziemlich die gleiche Karte, die wir heute als Weltkarte bezeichnen. Ein Jahr nach seinem Tod, im Jahr 1595, stellte Mercators Familie sein Lebenswerk in einem Atlas zusammen, der auch seine früheren Werke enthielt. Hier ist einer seiner Atlanten aus dem Jahre 1569. Auf dieser Karte werden die Polargebiete von Nord und Süd als riesige Landmassen dargestellt. Tafel Nummer 13 gewährt einen detaillierteren Blick auf den Nordpol bzw. die Arktis. Sie zeigt eine quasi kreisförmige Landmasse am Nordpol, die in vier Quadranten unterteilt ist. Im Zentrum scheint sich eine Insel zu befinden. Mercators Weltkarte von 1595 stellt diese arktische Region mit zusätzlichen Details dar. Die Landmasse bzw. der Felsen in der Mitte dieser vier Quadranten oder Kontinenten wird Rupes Nigra genannt, was übersetzt Black Rock oder schwarzer Fels bedeutet. Die offiziellen Historiker dieser Welt sagen uns, dass Mercators Visionen und Überlegungen aus dem Text Inventio Fortunata stammen. Dieses Buch, welches bequemerweise verloren gegangen ist, beschreibt den Nordpol als einen Berg, umgeben von einem riesigen Strudel und vier Kontinenten, die durch vier ausgerichtete Flüsse separiert sind. Historiker datieren die Entstehung des Buches auf das späte 14. Jahrhundert zurück und sagen uns, dass bis heute keine Seiten oder Auszüge des verlorenen Buches entdeckt wurden. Aus dieser Zeit gibt es eine Vielzahl von Karten aus den verschiedensten Kulturen, die den Nordpol in ähnlicher Weise darstellen. Es begann erst mit dem 17. Jahrhundert, dass der Hinweis auf den Berg am Nordpol, die vier Kontinente und die vier Richtungsflüsse aus der Kartografie verschwanden. Ähnlich wie bei einer Photoshop-Löschaktion. Dieser Umstand fällt mit dem Aufstieg Galileos zusammen, dem Vater des Heliozentrismus. Sie sagen uns, dass es am Nordpol kein Land gibt, nur eine große Eisdecke.
Trotzdem weigert sich Google Earth beharrlich, uns die Eisschilde genauer zu offenbaren. Sie lieben es, uns ihre sabotierte Version der Antarktis zu zeigen. Aber wenn man sich nach Norden wagt, bleibt nur Grönland übrig. Sieh dir Grönland an. Ränder von echtem Land, bevor eine riesige, undefinierbare weiße Masse das ganze Land förmlich verschlingt. Das sieht nicht natürlich aus. Sie behaupten, dass Google Earth durch die Überlagerung von Satellitenbildern, Luftaufnahmen und GIS-Daten und anschließender Projektion auf einen 3D-Globus funktioniert. Das ist super. Nur wo sind dann die ewigen Eisschichten? Im arktischen Meer? Ein genauerer Blick auf den Nordpol ist hier sehr aufschlussreich. Wenn man diese kleine Insel heranzoomt, dann erscheint etwas Interessantes. Ein Fehler in der Matrix. Eine Linie, die von dieser Insel zum Zentrum des arktischen Meeres führt. Ist es bewusste Verspottung ihrerseits? Oder sind es einfach nur amateurhafte Photoshop-Ergüsse, ganz im Stile der NASA? Auf alle Fälle zeigt es, dass dieses riesige Nichts blauen Ozeans hier tatsächlich eine mit Photoshop sezierte und zurechtgeschnittene Lüge ist. Und das dient in erster Linie natürlich dazu, zu verbergen, was sich hier in Wirklichkeit befindet. Vielleicht haben sich Mercator und die damaligen Kartografen einfach nur geirrt. Mercator war zu seiner Zeit jedenfalls keine Lachnummer. Seine Weltkarten waren keine Fantasiegebilde, die ihm im Traum zuflogen und angemessen erschienen. Vielmehr war er für seine akribische Genauigkeit bekannt. Wie bereits erwähnt, entwickelte er später die Mercator-Projektion, die bis heute für Navigationszwecke verwendet wird. Die Inventio Fortunata ist verschollen und es wurden nie ein vollständiges Exemplar oder Auszüge davon entdeckt. Jedoch gibt ein alter Brief von Mercator an John Dee, den Berater von Königin Elisabeth I., mehr Aufschluss. John Dee schrieb an Mercator, um sich nach dem Nordpol zu erkundigen. In seiner Antwort formulierte Mercator die Inventio Fortunata um und beschrieb diese Region wie folgt. In der Mitte der vier Länder ist ein Strudel, in den sich die vier angezogenen Meere ergießen, die den Norden teilen. Und das Wasser strömt umher und sinkt in die Erde hinab, als ob man es durch einen Trichter gießen würde. Es ist auf jeder Seite des Pols 4 Grad breit, also insgesamt 8 Grad. Nur dass direkt unter dem Pol ein nackter Felsen inmitten des Meeres liegt. Sein Umfang beträgt fast 33 französische Meilen und er ist ganz aus magnetischem Stein. Und er ist so hoch wie die Wolken. Und er ist schwarz und glitzernd. Auf der Karte von Johannes Rüsch aus dem Jahr 1508 ist der Nordpol in ähnlicher Weise dargestellt. Und in der Legende der Karte heißt es: Im Buch der Fortunata steht geschrieben: Unter dem arktischen Pol
befindet sich ein hoher magnetischer Felsen von 33 deutschen Meilen Umfang. Ein wogendes Meer umgibt diesen Felsen, als ob das Wasser aus einer Vase durch eine Öffnung zu vier Mündungen nach unten abfließen würde. Ringsherum sind Inseln, von denen zwei bewohnt sind. Hier verliert der Schiffskompass seine Funktion und kein Schiff mit Eisen an Bord kann entkommen. Ein magnetischer Fels oder Berg im Zentrum, am Nordpol, mit dem Nordstern, Polaris, Polaris, seit Menschengedenken unverändert und fest verankert über ihm, während die übrigen Sterne und Sternbilder des Firmamentes ihn umkreisen. Könnte die Quelle des gesamten Magnetismus und Elektromagnetismus auf unserer Erde von diesem magnetischen Berg ausgehen? Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Kompasse nach Norden zeigen. Aber die satanische Kabale erzählt uns, dass die Erde ein sich drehender Globus mit zwei Magnetpolen ist. Dem Norden und dem Süden. Doch völlig unabhängig davon, wie weit wir Richtung Süden gehen. Zu keiner Zeit wechselt die Kompassnadel und zeigt nach Süden. Sie zeigt ausnahmslos nach Norden. Ist der magnetische Nordpol einfach nur stärker als der Südpol? Völlig gleichgültig, wie nahe man sich am Südpol befindet? Oder lügt hier etwa wieder jemand? Und was ist mit diesem Strudel, diesem Wirbel in der Mitte? Werden die Meere wirklich durch vier Flüsse angesaugt, um sich schlussendlich in die Erde selbst zu ergießen, ähnlich einem Trichter oder einer Vase? Wäre das überhaupt möglich? Erinnerst du dich, was mit dem Wasser geschah, das sich in einer Schüssel zusammen mit einem Magneten befand? Wasser ist diamagnetisch. Es würde sicherlich einem großen magnetischen Berg widerstehen. Ist in Wirklichkeit der Nordpol der ureigenste Kaninchenbau unserer Erde? Und nochmal, wenn es die Wahrheit ist, warum lügen? Es wäre durchaus möglich, die Menschen über diesen Berg und seinen Strudel in Kenntnis zu setzen und es gleichzeitig mit ihrem satanischen Heliozentrismus in Einklang zu bringen. Der Kaninchenbau geht viel tiefer, als du realisierst. Es wird schwer, sich ein noch größeres Geheimnis vorzustellen als die flache Erde an sich. Das Firmament, die riesigen Bäume und all das abgetragene Land. Aber es gibt eins. Es könnte vielleicht die mit Abstand satanischste Lüge von allen sein. Nur vielleicht. Wie immer sind die Hinweise unübersehbar versteckt. In ihrer Symbolik, der Morphologie, der Sprache, in Metaphern, in Filmen. Warten Sie nur geduldig darauf, entdeckt zu werden. Würden wir sie beim Wort nehmen und glauben, dass Mercator und andere berühmte Kartografen der damaligen Zeit einfach nur von einem bis heute verschollenen Buch beeinflusst wurden, wäre unsere Reise hier zu Ende. Aber inzwischen wissen wir es besser. Unsere Geschichte ist eine Fälschung. Die Wahrheit wurde zersplittert, fragmentiert, mythologisiert und fein säuberlich verstreut. In allen Kulturen und Epochen findet man Hinweise auf ein uraltes, heiliges Land.
Die alten Griechen nannten diesen Ort Hyperborea, ein Land der ewigen Sonne. Laut Überlieferungen seien die Bewohner von Hyperborea Riesen, die 1000 Jahre alt wurden und ein glückliches Leben führten. Schau dir dieses Wort genauer an. Hyper ist eine Vorsilbe und bedeutet jenseits. Boreas war der Gott des Nordwindes. Hyperborea, jenseits des Nordwindes. Es ruft uns auch ein anderes Wort in Erinnerung. Die Aurora Borealis, das Nordlicht. In der hinduistischen und buddhistischen Tradition wird dieses legendäre Land als Shambhala bezeichnet. In der buddhistischen Mythologie hat der Berg Meru seine Wurzeln in der Hölle und seinen Gipfel im Himmel. Und er ist die Brücke der Erde, welche ihre Reiche miteinander verbindet. Viele Gelehrte rätselten bereits über den Standort von Shambhala und schrieben, dass in der Literatur häufig behauptet wird, dass die Weltachse mit dem Zentrum von Shambhala assoziiert wird. Und daher kann es unmöglich mit der Drehachse der Erde übereinstimmen. Es sei denn, Shambhala liegt am Nordpol. Zahlreiche Quellen unterstützen die Überlieferung, dass Shambhala einst in der Nähe des Nordpols lag. Die Skythen, ein Zweig der vedischen Völker, die in der zentralasiatischen Steppe umherzogen, erzählten von einem wunderbaren Ort, der Shambhala ähnelte und weit im Norden lag. In der asiatischen Kosmologie steht häufig der Berg Meru im Zentrum. Und schau dir die kosmologische Geometrie an. Der Berg Meru im Zentrum mit 4 umliegenden Kontinenten. In seinem Buch Ursprung und Quelle des Okkultismus schreibt Purukka: Dieser Ort ist der besagte Gipfel, der in den hinduistischen Puranas, Shweta Dvipa, Berg Meru oder Sumeru genannt wird. Es ist der Nordpol der Erde. Es ist der mystische Nordpol. Die Japaner sprachen von der Insel des erstarrten Tropfens, die sich am Nordpol befand. Die Veden nannten dieses Land Paradesha. René Gounod schreibt in Der König der Welt: Nach den Texten der Veden und des persischen Avesta befand sich Paradesha buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes am Pol. Das alte hebräische Wort für Paradesha ist Pardes. Übersetzt bedeutet es Garten. In der nordischen Mythologie gibt es Vergelmir, den Strudel an den Wurzeln des kosmischen Baumes Yggdrasil, aus dem, wie es heißt, alle Flüsse entspringen sollen. Die Esche ist der größte aller Bäume und der beste. Ihre Glieder erstrecken sich über die ganze Welt und stehen über dem Himmel. 3 Wurzeln des Baumes tragen ihn, in die Weite ragend. Die eine ist bei den Asen, die andere bei den Reifriesen. Dort, wo einst die gähnende Leere war. Die dritte steht über Niflheim. Und unter dieser Wurzel ist Vergelmir. Du hast es schon mal gesehen. Sieh genauer hin. Ein kreisförmiger Gebirgsrand. Auf den ersten Blick leicht zu verwechseln mit dem Eisring der Antarktis.
aber vergleich es mit den vier Kontinenten Mercators, die Rupes Nigra umgeben. Ein kreisförmiger Gebirgsrand. In der Bibel wird dieses Land Garten Eden genannt. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert. Dort teilt er sich und wird zu vier Quellflüssen. Dieselben vier Quellflüsse, welche Mercator auf seiner Karte verzeichnete. Sein heiliger Berg ragt herrlich empor. Er ist die Freude der ganzen Welt. Der Berg Zion liegt weit im Norden. Er ist die Stadt des großen Königs. Er hat viele Namen. Berg Zion, Berg Meru, Sumeru, Rupes Nigra, Axis Mundi, kosmische Achse, Weltensäule, Weltenbaum, der Baum des Lebens. Die Verbindung zwischen dem Oben und dem Unten, im Zentrum unserer Ebene. Die Quelle Gottes, die Quelle des Magnetismus. Im Buch Henoch steht ebenfalls geschrieben: Und von da ging ich nach der Mitte der Erde und sah einen gesegneten und fruchtbaren Ort, wo es Bäume mit immerwährenden Schößlingen gab, die selbst aus dem gefällten Baume sprosten. Und daselbst sah ich einen heiligen Berg und unterhalb des Berges ein Wasser von Osten her kommend und sein Lauf nach Süden gerichtet. Alle Kulturen haben ihre eigenen Versionen dieser zentralen Achse. Berg Meru, oder was in der Bibel als Baum des Lebens bezeichnet wird. Der Himmelsaltar mitten auf unserer Erde. William D. Warren stellt in Das gefundene Paradies die Wiege der Menschheit am Nordpol fest: Wenn es irgendwo im Tempel der Natur einen Altar gäbe, dann könnte er nur hier stehen. Dass er hier war, findet eine neuartige und unerwartete Bestätigung in der einzigartigen Übereinstimmung vieler alter Religionen und Mythologien, die ihren Paradiesbaum mit der Achse der Welt assoziieren oder gleichermaßen unmissverständlich am arktischen Pol der Erde lokalisieren. Der Nordpol ist wahrhaftig das Land der tausend Namen. In Berichten seiner Reisen auf der Suche nach dem Garten Eden wird erwähnt, dass der irische Heilige Brandon der Reisende, auch bekannt als der Seefahrer, nach Norden reiste, vorbei an Island und Grönland, und berichtete, dass er dort große Kristallsäulen sah. Ein großer Teil der keltischen Mythologie dreht sich um die nördlichen Regionen und viele glauben, dass sich der wahre Standort des Artus Avalon tatsächlich in der Mitte befindet, dem Nordpol. Interessanterweise hat derselbe John Dee, welcher an Mercator geschrieben hat,
behauptet, dass König Artus den hohen Norden erobert hat. Gemäß John Dee enthielt ein weiterer verschollener Text, der wieder Artus beinhaltet, offenbar einen Bericht über Artus' Expedition zum Nordpol. Ein weiterer Text, die Liges en Glorem Longdones Collectae, zeugt von der gleichen Expedition. Durch die keltische Mythologie wurde König Artus mit dem Sternbild des Nordens, dem großen Bären, auch bekannt als Ursa Major, mehr und mehr in Verbindung gebracht. Schlussendlich wird König Artus durch die Arbeit von Sir Walter Scott eng mit dem Polarstern assoziiert, mit Polaris. In seinem 1805 erschienenen Werk »Das Lied des letzten Minnesängers« schrieb er: »Artus langsamer, Wagen rollt, in völliger Dunkelheit um den Pol. Der nördliche Bär senkt sich dunkel und grimm. Orions übersäter Gürtel ist gedimmt.« Die Symbolik sagt mehr als unsere gefälschte Weltgeschichte. König Artus Ritter der Tafelrunde und die westlichen und chinesischen Tierkreiszeichen sind sich verblüffend ähnlich. Die chinesische Sternzeichentafel. Das ist unsere flache Erde, die Sternbilder unserer Kuppel oder Firmamentes, die das magnetische Zentrum umkreisen, so wie das Yin und Yang von Sonne und Mond. König Artus und die 12 Ritter an der Tafelrunde. 12 Tierkreiszeichen, 12 Ritter mit König Artus an der Spitze, genau wie Polaris. Achte einmal auf die Rose in der Mitte. Sie ist Mercators Darstellung des Nordpols sehr ähnlich. Die 4 Kontinente sehen aus wie Blütenblätter. Und der magnetische Berg in der Mitte sieht aus wie das Stigma einer Blüte. Ist der Nordpol der wahrhaftige heilige Gral? Die Uhr mit ihren 12 Stunden, stetig um das Zentrum kreisend, um den Pol. Ein Jahr umfasst 12 Monate und 4 Jahreszeiten, so wie die 4 Kontinente den Pol umfassen. Unsere Erde ist die älteste Uhr. 12 Sterne auf der europäischen Flagge. Mercators Brief besagt, dass der Berg Meru oder Rupes Nigra einen Umfang von 33 Meilen hat. Wieder die 33. Die Flagge der Vereinten Nationen ist in 33 Abschnitte unterteilt, wobei der letzte, größte Abschnitt in die Mitte fällt. Der 33. Grad der Freimaurerei. Im Laufe seiner Einweihung wird einem Freimaurer beigebracht, dass der Norden ihrer Lehre nach ein Ort der Dunkelheit ist. Die Freimaurer verehren den Osten, den Westen und den Süden. Den Norden hingegen lehnen sie ab. Der Grund dafür ist, dass der Norden mit der Energie des Guten assoziiert wird. Er ist die Quelle, der magnetische Berg, die Axis Mundi, direkt unterhalb von Polaris, dem konstanten Fixstern. 33 ist auch das Alter, als Jesus gekreuzigt wurde. Viele Gelehrte haben Verbindungen
zwischen Jesus und König Artus festgestellt. Jesus hatte 12 Jünger. Da Vincis das letzte Abendmahl. 12 Jünger kreisen um das Zentrum, Christus. Ein genauerer Blick auf den Tisch zeigt eine runde Basis in der Mitte, was darauf hindeutet, dass es sich eigentlich um einen runden Tisch handelt, der für die Zwecke des Gemäldes halbiert und begradigt wurde. Versteckt und gleichzeitig unübersehbar. Unsere erste Begegnung mit dem Nordpol ist oftmals gleich auch die erste Täuschung überhaupt, mit der sie uns als Mensch beglücken. Der heilige Nikolaus oder Santa kommt vom Nordpol. Santa ist ein Anagramm von Satan und hat Verbindungen zu einem anderen mythologischen Wesen, Krampus, eine gehörnte Gottheit, halb Ziege, halb Dämon, die Kinder bestraft, die sich nicht benehmen. Sprich, sie hat ihre Wurzeln in der satanischen Praxis der Moloch-Anbetung. Der Krampus wird auch heute noch in vielen europäischen Ländern verehrt. Erkennst du, was sie tun? Die heutigen Weihnachtsbräuche haben ihre Wurzeln in der viktorianischen Literatur. Davor brachte die Weihnachtszeit noch ihre wahren christlichen Bräuche mit sich. Ein Fest zu Ehren von Christus. Die satanische Kabale hat die wahre Bedeutung der geweihten Nacht verzerrt und verdorben, indem sie satanische Figuren, die an Kinderraub erinnern, in Verbindung mit dem Nordpol bringen. Wenn wir aufwachsen und herausfinden, dass der Weihnachtsmann eine Lüge ist, verschwenden wir keinen weiteren Gedanken an den Nordpol. Er ist der Ort unserer ersten Desillusionierung, unserer ersten schmerzhaften Wahrheit. Wir sind so programmiert, gezielt unser Gefühl für die Wunder des Nordpols zu verlieren. Das geschieht in der Regel zur gleichen Zeit, in der wir auch unsere heliozentrische Indoktrination in der Schule erfahren. Weihnachten ist ein Fest der Geburt Christi, ein Fest zu Ehren der Quelle, zu Ehren Gottes. Deshalb stellen wir Weihnachtsbäume auf. Der Weihnachtsbaum ist der Berg Meru, Rupes Nigra, der Baum des Lebens. Und der Stern auf der Spitze ist Polaris, der Fixstern am Firmament. Die Menschheit hat es kollektiv vergessen. Der Weihnachtsbaum ist ein Fest zu Ehren der magnetischen Axis Mundi im Zentrum unserer flachen Erde. Er wurde in der Folgezeit korrumpiert und durch Materialismus entwürdigt und ersetzt. Wir wissen nicht mehr, was wir da eigentlich feiern. Die satanische Kabale ist dazu gezwungen, den Nordpol zu korrumpieren. Sie sagen, es handele sich nur um eine Eisdecke, aber Google Earth kann uns nicht einmal eine säuberlich gefotoshoppte Version des Eises bieten. Sie wollen nicht, dass wir uns für Eisdecken interessieren. Sie können es nicht einmal wagen, den Nordpol anzuerkennen. Es widerspricht ihrer satanischen Religion. Hollywood-Filme enthalten immer für jedermann sichtbar versteckte Hinweise. Doch einige dieser Filme sind besonders satanisch und freimaurerisch. Die Truman Show ist eine Metapher für unsere programmierte Täuschung
und dem Leben unter einer Kuppel. Rosemaries Baby, Monsters Inc. und Eyes Wide Shut stellen alle den elitären Kodex des Satanismus und die Praktiken der Moloch-Kinderopfer und der Adrenochrom-Ernte dar. Die Matrix ist eine offensichtliche Metapher für den Sklavenstatus der Menschheit. Die Matrix verkörpert hier die der Menschheit auferlegte, programmierte Täuschung, dank welcher sie von der wahren Natur ihrer Realität keinen blassen Schimmer hat. Ein weiterer Film ist der wahrscheinlich freimaurerischste von allen. Der Zauberer von Oz. Dorothys Reise durch das Land von Oz. Beachte die roten Schuhe. Erinnerst du dich noch, was Macaulay Culkin über die roten Schuhe sagte? Dorothy und ihre ungewöhnliche Bande von Freunden müssen der gelben Ziegelsteinstraße zur Smaragdstadt folgen, um den Zauberer zu fragen, ob sie nach Hause geschickt werden kann. Der Autor, Lyman Frank Baum, entwarf Karten seines Landes Oz. Erinnert sie dich an etwas? Vier Länder bzw. Kontinente, welche die zentrale Smaragdstadt umgeben. Genau wie der Nordpol auf Mercators Karte. Sieh dir die Darstellung der Smaragdstadt im Film an. Beachte den kuppelförmigen Halo, welcher die Stadt umgibt, ähnlich wie wir ihn häufig auf Darstellungen von Christus sehen. Aber erinnert dich das nicht an etwas? Sieh genauer hin. Säulen. Basaltsäulen. Der magnetische Baum des Lebens im Zentrum. Auch er wurde gefällt in unserer Geschichte. Die Smaragdstadt. Was gibt es noch mit smaragdgrünem Licht? Die Aurora Borealis. Das Nordlicht. Sieh dir die gelbe Ziegelsteinstraße im Film an. Ein Strudel in der Mitte. Eine Art Whirlpool. Irgendwo über dem Regenbogen. Wieder der Regenbogen. Die Bifröstbrücke aus der nordischen Mythologie. Ein Weg zwischen Himmel und Erde. Zwischen Midgard und Asgard. Bifröst bedeutet die schwankende Himmelsstraße. Im Islam wird sie As-Sirat genannt, die schmale Brücke, welche die Menschen passieren müssen, um ins Paradies zu gelangen. Schau dir die antike thailändische Stadt Siam an. Dort gibt es eine Nachbildung des Berges Sumeru. Sieh dir die Brücke an, welche du auf deiner Reise überqueren musst. Und was ist mit dem Strudel in der Mitte? Mercator beschrieb ihn als eine Art Filtertrichter. In der nordischen Mythologie wird er als Vergelmir bezeichnet, der Brunnen der Welt. Könnte es im Zentrum der Erde wirklich einen Strudel geben, verursacht durch den magnetischen Baum des Lebens, in den sich die Ozeane ergießen? Paulus der Diakon, ein Mönch aus der Zeit Benedikts im 8. Jahrhundert, schrieb: Dort, wo sich der Ozean grenzenlos ausbreitet, befindet sich jener tiefe Abgrund des Wassers, den wir gemeinhin den Nabel des Ozeans nennen,
Man sagt, er sauge zweimal am Tag die Wellen in sich hinein und spucke sie wieder aus. Durch den Strudel, von dem wir gesprochen haben, wird behauptet, werden Schiffe oft mit derartiger Schnelligkeit hineingezogen. Gerald von Wales, königlicher Sekretär von König Heinrich II., schrieb, nicht weit von den Inseln entfernt, im Norden, gibt es einen erstaunlichen Strudel im Meer, zu dem ein ständiger Strom von Wellen aus allen Richtungen strömt, bis sie, sich in die geheimen Nischen der Natur ergießend, gleichsam vom Abgrund verschluckt werden. In der Historia Norvegia beschreibt ein anonymer norwegischer Mönch aus dem 12. Jahrhundert exakt dasselbe Phänomen. Der größte aller Strudel ist dort zu finden, der die stärksten Schiffe verschlingt. Dort gibt es einen sehr tiefen Abgrund in der Erde selbst, und daneben sind Höhlen wie offene Münder, die Winde enthalten. Diese Winde ziehen die Wasser des Meeres durch verborgene Gänge in der Erde zu sich. Sie schließen sie in den Gewölben des Abgrunds ein. Die mächtige Quelle des Magnetismus gibt einen Hinweis darauf, wie dieser zentrale Wirbel auf der Erde tatsächlich funktioniert. Nicht nur, dass Wasser diamagnetisch ist und sich sträuben würde, einem magnetischen Berg nahe zu kommen oder gar eine Öffnung zu erschaffen. Auch würde eine starke magnetische Quelle und eine starke zentrale Axis Mundi ein ebenso starkes elektromagnetisches Feld bzw. Strom erzeugen. Dieses Feld würde die Form eines Torus annehmen. Sogar in ihrer heliozentrischen Lüge erkennen sie an, dass das Magnetfeld der Erde toroidal bzw. torusförmig ist. Der Name Mercator bildet das siebenbuchstabige Anagramm Creator, zu Deutsch Schöpfer. Creator, Tor, toroidal, Torus. Die Quelle des toroidalen Magnetfeldes liegt im Zentrum oder im Bullseye des Stiers, dem Torus. Erkennst du, wie sie selbst den Torus verdarben, indem sie ihn zum Synonym für ein gehörntes Tier machten? Das torusförmige elektromagnetische Feld ist ein stetiger Fluss aus allen Schwingungen, Frequenzen und Energien auf unserer flachen Ebene. Ein ständiger, immerwährender Tanz von oben und unten mit unserer irdischen Ebene im Zentrum. Das toroidale Feld zieht die Ozeane in den zentralen Wirbel der Axis Mundi. Nachdem das Wasser in das Zentrum der Erde hinabgeflossen ist, fließt es unterirdisch weiter und tritt höchstwahrscheinlich an den Rändern der Antarktis wieder empor. Deshalb gibt es dort dermaßen viel Eis. Es gefriert, weil das Sonnenlicht von den äußeren Rändern der flachen Erde schlicht zu weit entfernt ist. Das Eis unserer Erde schmilzt seit jeher in gleichbleibender Geschwindigkeit. Und dieser Umstand wird neuerdings von der satanischen Kabale genutzt, um den Klimaschwindel anzuheizen.
Dieser zentrale Wirbel am Nordpol würde auch die mögliche Existenz der biblischen großen Tiefe nahelegen. Auch würde er einige Anhaltspunkte liefern in Bezug auf die Existenz von Wasser über dem Firmament. Doch all das entzieht sich unserem Wahrnehmungsvermögen und wurde vor uns verborgen. So absurd dieses ständige Recycling von Wasser auch klingen mag, derselbe Prozess findet in diesem Moment in deinem Körper statt und hat auch nicht vor, damit aufzuhören. Das Blut wird aus dem Körper in den rechten Vorhof gepumpt. Dann wird es durch die zentralere rechte Klappe zur Lunge geleitet, die das Blut mit Sauerstoff anreichert und es anschließend in den linken Vorhof pumpt, der Peripherie des Herzens, wodurch es durch die zentrale linke Klappe zurück in den Körper fließt. Über die Sterne am Firmament sagte Henoch: Wir werden im Irrtum sein und sie für Götter halten. Alle Planeten unseres fälschlichen Sonnensystems sind nach falschen Göttern benannt, wie zum Beispiel Mars, Saturn und Merkur. Alle außer der Erde. Das englische Wort für Erde, Earth, ist ein interessantes und einzigartiges Wort. Earth ist ein Anagramm von Heart, also von Herz. Betrachte das elektromagnetische Feld eines menschlichen Herzens oder schau dir einen Apfel an. Beides ist ein Torus. Mit welcher Frucht hat Satan Eva verführt? Im Garten, dem Mittelpunkt der Erde. So offensichtlich und doch so versteckt. Wie oben, so unten. Der Mikrokosmos und der Makrokosmos. Was liegt im Inneren der Erde in diesem zentralen Wirbel? Wer weiß das schon? Aber es könnte die Phänomene der Polarlichter erklären. Vielleicht ist das mysteriöse grüne Licht atmosphärisches Licht, das aus dem Erdinneren kommt. Oder das Licht wird am Übergang zwischen den Welten ausgestrahlt. Das Wort Aurora Borealis ist angelehnt an das Wort Uroboros, die Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst. Ein satanisches Symbol, dessen Verwendung wir immer und immer wieder sehen. Viele haben spekuliert, dass Uroboros den Eisring der Antarktis symbolisiert. Uro kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Schwanz, und Boros kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Schlucken. Boros ist sprachlich dem Wort Boreas zudem sehr ähnlich, dem Gott des Nordwindes. Der Uroboros ist auch in der nordischen Kosmologie präsent und umkreist das Zentrum. In der Bibel wird er als Leviathan bezeichnet. Eine Kreatur ohne Partner, welche seinen eigenen Schwanz verschluckt. Er symbolisiert, wie sich der Nordpol und der antarktische Eisring im ständigen, unendlichen Recycling der Ozeane treffen, das durch den Energiefluss eines toroidalen elektromagnetischen Feldes verursacht wird. Er symbolisiert auch den ständigen Tanz zwischen Gut und Böse. Das Gute ist der arktische Nordpol. Das Böse ist die Antarktis. Die Vorsilbe Ant von Antarktis ist genau die gleiche Vorsilbe, um den Gegensatz zu etwas auszudrücken oder gegen etwas zu sein. Die Arktis ist Christus
und die Antarktis ist der Antichrist. So viele der satanischen Elite sind von der Antarktis förmlich besessen. In den Morphologien können nur diejenigen, die reinen Herzens sind, das Zentrum des Nordpols betreten. Hyperborea, die Smaragdstadt, der Garten Eden. Dieses Motiv begegnet uns immer und immer wieder in ihrer satanischen Verhöhnung, unserer Unwissenheit. Während sie uns weiter und weiter davon abbringen, die Wahrheit zu erkennen, halten sie uns wie angewurzelt, damit wir unsere Energie in ihre satanische Matrix speisen. Der Film BFG zeigt, wie die Protagonisten in ein anderes Reich springen, nahe eines Zentrums mit einem riesigen Baum. Und beachte die Aurora. Stephen Kings achtbandige Saga Der dunkle Turm stellt den magnetischen Berg Meru, die Rupes Nigra, in den Mittelpunkt. Beachte die uns wohlbekannte Karte und die Artusrose. Hier ein Ausschnitt aus dem Film. It's a map. My father showed me a map like this once. Inside the circle is your world and my world. Many others. No one knows how many. The Dark Tower stands in the center of all things. And it stood there from the beginning of time. And it sends out powerful energy. Interessanterweise hat Stephen King auch einen Roman über ein Leben unter der Kuppel verfasst, Under the Dome. Philip Pullman schrieb einen Kinderroman mit dem Titel Northern Lights, der goldene Kompass, in dem die Protagonistin durch die Aurora in ein anderes Reich gelangt. In Jules Vernes Die Reise zum Mittelpunkt der Erde betreten die Protagonisten das Innere der Erde im Norden, gleich hinter Island. In der unendlichen Geschichte haben wir den wandernden Berg. Achte auf den Regenbogen. Sogar die Produktionsfirma Paramount nimmt in ihrem Logo Bezug darauf. Beachte die Sternenkuppel über dem Paramount, der Berg Meru, der Berg Zion. Wir sehen Anspielungen auf die flache Erde und den Baum des Lebens. Der Berg Meru, sichtbar verborgen, wohin man auch schaut. Der internationale George Bush Flughafen. Die Karte der flachen Erde auf dem Boden, mit einem riesigen Baum des Lebens in der Mitte, der bis zur Kuppel über ihm reicht. Darling Gardens in Sydney, Australien. Wieder die flache Erdkarte mit dem antarktischen Eisring und dem magnetischen Berg in der Mitte. Sogar der zentrale Sitzungssaal der Vereinten Nationen bedient sich dieser Bildersprache. Eine mit Sternen bespickte Kuppel an der Decke und eine große goldene Säule in der Mitte. Was ist mit Flugreisen? Hätten die Piloten es nicht bemerkt, wenn es im Zentrum der Erde einen riesigen Strudel gäbe? Nun, vielleicht. Wenn sie die Region tatsächlich überflogen hätten. Man sagt uns, dass der Flugverkehr eingeschränkt ist,
weil es zu kalt ist, um die arktischen und antarktischen Regionen zu überfliegen. Sie sagen uns auch, dass sie über die Technologie verfügen, um Menschen in den kalten Weltraum zu schicken, aber nicht, um die Polarregionen zu überfliegen. In Wahrheit entlarvt ein genauerer Blick auf gängige Flugrouten ihre heliozentrische Lüge. Auf einer kugelförmigen Erde sollte es von Südafrika nach Australien eine gerade Strecke über den Indischen Ozean sein. Sie könnten sogar in Madagaskar auftanken, falls nötig. Doch kein solcher Flug existiert. Sie machen alle einen Zwischenstopp in Dubai, Hongkong oder Malaysia. Ein riesiger Umweg, der auf einem Globus keinen Sinn ergibt, aber auf einer flachen Erdkarte absolut sinnvoll ist. Es ist die direkte Flugroute auf der flachen Erde. Uns rennt die Zeit davon. Es ist unverzichtbar, dass wir erkennen, wie wehrhaft schön die uns verbliebene Welt ist, trotz der unvorstellbaren Ausmaße barbarischen Raubbaus. Es ist unbestreitbar, dass selbst ein Steinbruch auf unserer flachen Erde Aspekte der Schönheit bewahrt. Manchmal ist diese Schönheit so überwältigend, dass sie von Menschen als atemberaubend beschrieben wird. Obwohl wir eine Spezies sind, die aus dem barbarischen Verhalten derjenigen hervorgegangen ist, die die Erde zerstört haben, macht Kohlenstoff 12 nicht die Gesamtheit unseres biologischen Designs aus. Genau wie das Land haben wir Elemente des Guten bewahrt, die zurück auf die göttliche Schöpfung geführt werden können oder auf das, was Gott genannt wird. Ob du Gott als ein Wesen oder als Schwingung und Magnetismus selbst oder als etwas anderes betrachtest, spielt keine Rolle. Gott ist die Quelle, die Intelligenz, die gestaltet und erschafft. Die hexagonale Effizienz ist nur eines von vielen Beispielen geometrischer Muster, die in lebender Materie zu finden sind. Es gibt zum Beispiel eine Abfolge und ein Verhältnis, das allen geometrischen Formen, dem Leben und der Materie selbst zugrunde liegt. Die Fibonacci-Folge und der goldene Schnitt. Die Fibonacci-Folge ist eine mathematische Abfolge, bei der jeweils die letzten beiden Zahlen der Folge addiert werden. Sie beginnt mit 0 und 1. Im weiteren Verlauf der Folge ergibt sich ein konstantes Verhältnis von 1 zu 1,6. Dies wird als goldener Schnitt bezeichnet und setzt sich unendlich fort. Um dir vorstellen zu können, wie ein Verhältnis von 1 zu 1,6 wirkt, vergleichst du es am besten mit einem 1 zu 1 Verhältnis. Jedes Rechteck mit zwei beliebigen aufeinanderfolgenden Zahlen der Fibonacci-Folge bildet das sogenannte goldene Rechteck, ein perfektes Rechteck. Wenn man dieses Rechteck in Quadrate unterteilt, ergeben die Quadrate der Reihe nach größenmäßig die jeweils nächste Fibonacci-Zahl. Dementsprechend gilt, wenn man ein Rechteck mit dem Verhältnis 1 zu 1,6 konstruiert und beginnt darin schrittweise Punkte des goldenen Schnitts zu bilden, so erhält man exakt die Ergebnisse der Fibonacci-Folge. Wenn man nun die einzelnen Quadrate mit einer Kurve versieht, dann nimmt das Muster so langsam Gestalt an. Hier sehen wir die Fibonacci-Spirale. Die Spirale überhaupt.
Eine Spirale, die sich im Verhältnis von 1 zu 1,6 herauswindet. Die Fibonacci-Spirale ist buchstäblich überall in der Natur zu finden. Sowohl auf mikrokosmischer Ebene als auch auf makrokosmischer Ebene. Sie ist die Blaupause aller Schöpfung. Es ist kein Zufall, dass das gesamte Bildungssystem den goldenen Schnitt und die goldene Spirale weitgehend ignoriert. Wir erfahren nichts davon im Unterricht, weil aus der Erkenntnis, dass dieser Schnitt allgegenwärtig ist, unweigerlich die Schlussfolgerung entsteht, intelligentes Design und Schöpfung anzuerkennen. Er ist der Fingerabdruck Gottes. Von oben betrachtet nimmt der Torus die Form einer Spirale an. Deine Gehirnwäsche und deine Programmierung müssten dich derbe im Griff haben, wenn du nicht wenigstens für eine Sekunde darüber nachgedacht hast, dass unsere flache Erde an sich demselben Schnitt folgt und derselben Struktur. Eine goldene Spirale, die sich in einem zentralen Wirbel konzentriert am Nordpol. Erkennst du, wie sie sich dem Fingerabdruck Gottes, der Spirale, bedient haben, um ihn mit der schlimmsten Tat, die ein Mensch begehen kann, buchstäblich zu zerstören, der Vergewaltigung, Folterung und Ermordung eines Kindes und Trinken seines Blutes? Wie soll man weitermachen, nachdem man entdeckt hat, dass es so etwas Böses gibt und all die der Menschheit auferlegten Täuschungen? Was tun, wenn alles zusammenbricht? Wenn aus unten oben wird und oben plötzlich unten ist? Wenn diejenigen, denen du am meisten vertraut hast, dich getäuscht und verraten haben? Wenn der Sturm naht, zentriere dich, finde deine Mitte und nicht so, wie sie es meinen. Es gibt einen Grund, warum die satanische Kabale Dinge wie Meditation fördert und will, dass du an blinder Positivität partizipierst. Derselbe Grund, weshalb sich mittlerweile die meisten Organisationen diesem Narrativ anschließen und fast schon von dir fordern, dass du deinem Wohlbefinden mehr Beachtung schenkst. Sie wollen, dass du akzeptierst, dass die Realität nun einmal stressig und voller Korruption ist, damit es die Normalität wird. Sie sagen, das Gegenmittel sei forcierte Entspannung, um abzuschalten und auszublenden. Forcierte Positivität, was in Wirklichkeit nichts anderes bedeutet, als ein Problem zu ignorieren und es durch wahnhaft positive Gedanken zu ersetzen. Mit anderen Worten, die Augen verschließen. Das Auge ist ein Mikrokosmos der flachen Erde selbst. Mit der Pupille im Zentrum gibt es dir Sehvermögen. Bleibe in deiner Mitte, aber nicht mit ihren Methoden. Es gibt nur einen Weg, zu seiner inneren Mitte und Stille zu finden. Das Auge des Sturms, unveränderlich und still, während ringsherum die Energien wüten. Der Baumstamm, standhaft und unerschütterlich, so sehr der Wind auch zerren mag. Die Wahrheit ist objektiv.
Sie kann sich nicht bewegen, nicht verbiegen, nicht auseinanderfallen. Sie ist positiv geladen. Sie hält jedem Gegenargument stand und aus diesem Grund ist die Wahrheit rein und unerschütterlich. Das unerschütterliche Zentrum des Seins. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Seid also standhaft. Gürtet euch mit Wahrheit. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit an. Und da wir die Welt, in der wir leben, zu gut kennen, wird die Reise zu unserer Mitte die Reise unseres Lebens. Wir sind da. Der Ausgang des Kaninchenbaus. Das Ende unserer kurzen Reise. Es gibt so vieles, was wir nicht behandeln konnten. Aber ich hoffe, du versäumst es nicht, die Suche fortzusetzen. Habe ich erreicht, was ich mir vorgenommen habe? Bin ich weiser geworden? Besitze ich jetzt mehr Wissen? Vielleicht ein wenig, aber je mehr Wahrheit ich entdecke, desto weniger weiß ich wirklich. Die Wahrheit macht mich demütig und sie zeigt mir, wo ich hingehöre. Natürlich meine ich damit nicht den Ort der Dislokation, an den der Glaube an das heliozentrische Einsoff-Modell des Nichts ein Individuum versetzt. Du willst mich wahrscheinlich fragen, ob ich mittlerweile an Gott glaube. Wenn du diese Frage wirklich stellen musst, dann hast du nicht aufgepasst. Ich habe es dir bis jetzt noch nicht gesagt, weil ich wusste, dass es nicht notwendig ist. Aber das ist nicht wirklich ein Ende für mich oder für dich. Denn ich weiß es. In dir, werter Zuschauer, hat sich für immer etwas verändert. Ob nun deine komplette Sicht auf unsere Erde oder nur ein kleiner Teil von dem, was dir vielleicht manche schlaflose Nacht bereitet hat. Das ist kein Abschied und auch kein Ende. Es ist eigentlich erst der Anfang. In Wahrheit verlässt du den Kaninchenbau nicht. Du kannst ihn nicht mehr verlassen, weil du zu viel gesehen hast. Der Weg ist hier nicht zu Ende. Es ist nur eine kurze Verschnaufspause an der Kreuzung, vor dem Eingang eines neuen Kaninchenbaus, der Reise deines Lebens. Und wer weiß, wohin sie dich führen wird, geschätzter Zuschauer. Aber hoffen wir, dass es näher hin zur Mitte ist.